Und er sagte dann, jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Und dies kommt zustande durch Aussprache, inneren Glauben, Zweifel oder eine Handlung. Merkt euch diesen Satz. Und zwar, wie kann man in den Kufr fallen? Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Wie kann es zur Ridda kommen? Durch diese vier Sachen kann es zustande kommen. Erstens Aussprache. Jemand tätigt eine Aussage, welche Kufr ist. Oder inneren Glauben. Im Inneren verbirgt er den Kufr. Oder Zweifel. Er zweifelt zum Beispiel über die Richtigkeit des Korans oder über den Wahrheitsgehalt des Korans. Und ihr habt vielleicht, manche von euch haben das mitbekommen in den letzten Monaten, wo einige unwissenden Murji'a und Zanadiqa dies nicht umsetzen wollten. Und was gibt es Schlimmeres, als über den Koran zu zweifeln? Oder eine Handlung. Man begeht eine Handlung, welche Kufr ist. Durch diese vier Sachen kann der Kufr und kann die Ridda zustande kommen. Und die Murji'a dagegen, sie beschränken es meistens auf den inneren Glauben. Jemand begeht eine Kufr-Tat oder er macht eine Kufr-Aussage. Er schmäht Allah und seinen Propheten. A'udhu billah. Wir sagen, diese Person ist ein Murtad. Nicht nur das, noch mehr als ein Murtad. Dazu kommen wir auch, inshallah, gleich. Und zwar, wer Allah oder seinen Gesandten schmäht und beleidigt, ist mehr als nur ein normaler Murtad. Die Murji'a dagegen sagen, schaut auf seinen inneren Glauben. Ist er der Ansicht, dass dies erlaubt sei, Allah tabaraka wa ta'ala zu beleidigen? Oder sagt er, man dürfe das machen? Wenn dies der Fall ist, ja okay, dann ist er ein Murtad. Aber wenn er das nicht sagt, dann ist er kein Murtad. Wir sagen, wer diese Ansicht vertritt, und ich habe gerade gesagt, dieser ist ein Murji, eigentlich ist sogar Murji unpassend. Vielmehr ist dieser ein Jahmi. Weil das ist die Aqida von den Jahmiyyah, dass sie sagen, der Kufr und die Ridda ist nur auf den inneren Glauben beschränkt. Und es gibt eine bekannte Persönlichkeit oder mehrere bekannte Persönlichkeiten in der heutigen Zeit. Sie sagen über jemanden, er wurde gefragt, Personen, die Allah klar und deutlich beleidigen. Er sagte, das ist eine Sünde und derjenige, der das gemacht hat, er wurde schlecht erzogen. Wir sagen, ja, das stimmt. Der letzte Teil stimmt. Er wurde schlecht erzogen, aber der erste Teil stimmt nicht. Er ist ein Murtad und er ist ein Käfer und zudem ist er natürlich auch schlecht erzogen und alles andere, was du nennen willst an schlechten Sachen, kannst du erwähnen. Aber das Urteil zu sagen, dieser ist kein Murtad, das ist die Aqida der Jahmiyyah. Der Autor sagte dann weiter, oder bevor wir zum nächsten Satz kommen, Sheikh Abdurrahman ibn Qasim erwähnte, dass hierbei nur der Mukrah, nur derjenige, der gezwungen wurde, ausgenommen ist. Jemand kommt und beleidigt die Religion oder begeht eine Kufr-Tat oder eine Kufr-Aussage. Keiner wird entschuldigt. Ausgenommen ist nur derjenige, der dazu gezwungen wurde, Al-Mukrah.